Hallo, liebe Freunde des gepflegten Hundefutterrechnens. Ich möchte euch heute mal einen kleinen Trick zeigen. Es ist nämlich sehr leicht möglich, sich die einzelnen Produkte einer ähnlichen Art nebeneinander anzuschauen. Da muss man nur ein paar Kleinigkeiten wissen. Ich fange an wieder mit dem Standardhund, den ihr schon kennt. Ich lege dafür ein neues Rezept an, das ihr noch nicht kennt. Das werde ich auch nicht speichern. Ich gebe dem keinen Namen. Ich füge eine Zeile hinzu. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Geflügellebern im Vergleich an. Wir füttern ja Leber eigentlich, um Kupfer zuzuführen und müssen in Kauf nehmen, dass ganz viel Vitamin A drin ist. Nun sind die Gehalte von Vitamin A und Kupfer sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das mal eben nebeneinander stellen könnt und zu der richtigen Produktauswahl für eure Zwecke kommt. Also wir nehmen wie immer Lebensmittel, wählen wie immer Fleisch und nehmen mal als erstes Beispiel, was als häufigstes wahrscheinlich gefüttert wird, die Hühnerleber. So, da tragen wir jetzt auch gar nichts weiter ein, sondern nehmen das Fragezeichen am Ende der Zeile. Dann erhalten wir das Fenster, was wir auch schon kennen. Und jetzt klicken wir mit der rechten Maustaste auf eine weiße Fläche in diesem Fenster. Da erhalten wir die Option, das im neuen Fenster zu öffnen. Bei Windows sieht das anders aus, aber diese Option gibt das auch. Das machen wir jetzt mal. Haben wir ein neues Fenster. Das machen wir mal ein bisschen kleiner und schalten das auch so ein bisschen winziger. Wir können hier jetzt sehen, Kupfer, wenn ich 100 Gramm von der Leber an meinen 15 Kilo Hund füttere, ist Kupfer zu 20% gedeckt und eine gigantische Menge Vitamin A drin. Auslöser der Fragestellung war die Putenleber. Die habe ich zwar nicht im Lebensmittelschlüssel gefunden, aber bei den Amerikanern. Und das nur mal so im Vergleich, haben wir jetzt ausgewählt, nehmen wieder das Fragezeichen und öffnen das auch in einem neuen Fenster. Das klicken wir jetzt mal beiseite. Und weil ich es weiß, zeige ich euch mal die Gänseleber. Die kann man zwar selten kaufen, aber ist im Vergleich sehr interessant. So, und da machen wir auch ein neues Fenster auf. Jetzt machen wir dieses Fenster hier mal weg und stellen unsere anderen Fenster mal nebeneinander. So, wir haben ganz rechts die Hühnerleber. Wie gesagt, 20% Bedarfsdeckung Hund, gigantische Menge Vitamin A. Dann nehmen wir als nächstes die Putenleber, ebenfalls 100 Gramm. Da haben wir mit 100 Gramm schon 57% des Kupferbedarfs gedeckt und deutlich geringere Menge Vitamin A im Vergleich dazu. Und jetzt gucken wir uns mal, nur so aus Interesse, das Thema Kupfer in der Gänseleber an. Zack, da haben wir in 100 Gramm die fünffache Menge und eine echt moderate Menge an Vitamin A. Also es lohnt sich, gelegentlich mal solche Produkte im Vergleich anzuschauen, nur um zu sehen, was macht jetzt wirklich Sinn. Also auf Deutsch gesagt, es wird von den BAFAN ja immer protegiert. Nimm einfach so und so viel Prozent Leber, dann ist alles hübsch mit dem Kupfer. Nein, ist nicht der Fall. Wenn du Hühnerleber nimmst, hast du wirklich, kannst du genauso gut was anderes nehmen. Da hast du mehr Kupfer in Cashewnüssen als in der Hühnerleber. Also Hühnerleber zu füttern ist sinnfrei. Gänseleber zu füttern ist super, hat allerdings den Nachteil, man kriegt das selten zu kaufen. Putenleber kann man nehmen, bringt jetzt nicht so viel. Wer sich die Zahlen genauer angucken will, kann wie immer hier unter alle Werte schauen und findet dann eben auch Angaben in Milligramm zu, wie viel Kupfer ist drin. Wer jetzt mal eine Übersicht schon mal vorab gefertigt sehen möchte, dem zeige ich das jetzt mal. Das habe ich mal ja, so zusammengestellt aus verschiedenen Leber von verschiedenen Tieren. Schweineleber ist nicht sehr ergiebig, sollte man sowieso nur gekocht geben, aber man sollte sich das wirklich mal im Vergleich angucken. Und Gänseleber ist wirklich super, es hat wenig Vitamin A, aber dafür sehr viel Kupfer
und auch einen recht hohen Vitamin B12-Gehalt. Lammleber ist auch ganz fabelhaft, hat einen sehr hohen Kupferbedarf, zwar auch recht viel Vitamin A und auch recht viel Vitamin B12. So, auch Entenleber, die man ja manchmal schon, wenn man so eine ganze Ente kauft, schon mitgeliefert bekommt, ist recht hochwertig im Kupfergehalt und auch recht hochwertig im Vitamin B12-Gehalt. Vitamin A ist ja so im Mittelfeld. Also insofern, wenn ihr Leber füttert, muss es nicht unbedingt von dem Tier sein, wovon ihr das Muskelfleisch füttert, sondern nehmt es zielgerichtet. Das wollte ich euch nur mal kurz erzählt haben. Viel Spaß und vielleicht könnt ihr eurem Hund was von dem Essen klauen. Schönen Tag!